Ich weiß nicht genau, wieso und wie es heute ist, aber kostenlose Lern- und Werbespiele waren früher in den 90ern ja irgendwie so ein Ding. Unternehmen oder sogar auch die Politik waren anscheinend auf den Trichter gekommen, dass damit vielleicht sogar recht preiswert irgendeine relevante Zielgruppe erreicht werden kann. TikTok Streetbusters zum Beispiel wurde 1994 im Auftrag des Deutschen Verkehrssicherheitsrats e.V. in Auftrag gegeben. Bei dem Ganzen handelt es sich um ein Straßenverkehrserziehungsspiel, in dem einen die allgemeinen Verkehrsregeln, rücksichtsvolles Fahren und ein paar Verkehrsschilder nahegebracht werden sollen. Das Ganze basiert wohl auch noch auf einer eigens veröffentlichten Comicgeschichte. Oder basiert die Comicgeschichte auf dem Spiel? Wir werden es wahrscheinlich nicht erfahren. Außer es findet sich vielleicht mal jemand, der so ein Ding zu Hause rumliegen hat. Auf jeden Fall wollen die drei Vierbeiner ein augenscheinlich vollkommen legales und angemeldetes Autorennen organisieren. Zwei der Figuren haben dabei übrigens die 0815 Hundenamen Bello und Harro bekommen, während beim dritten anscheinend gerade zufällig Seite 187 des großen Almanachs der allgemeinen Medizin offen lag. Aber Namen sind ja bekanntlich Schall und Rauch und spielen deswegen auch gar keine Rolle hier. Der Treffpunkt des wilden Unternehmens ist ein Parkplatz irgendwo außerhalb von Bonn. Unsere Aufgabe ist es nun, möglichst unter Beachtung der allgemeinen Verkehrsregeln und in maximal 10 Minuten mit unserem Auto dorthin zu kommen. Das müssen wir aber zuerst fachmännisch zusammenfuschen, wobei die Auswahl der Komponenten hier tatsächlich Einfluss auf das Spiel in Form von Kraftstoffverbrauch oder Batterievolumen hat. Also mehr Scheinwerfer gleich schneller Batterieende und größerer Motor gleich eher gähnende Leere im Tank. Sobald der Wagen unserer Träume konstruiert wurde, hören wir nicht nur einen der wenigen Sounds im Spiel, sondern können auch schon direkt losfahren. Die wichtigste Anzeige auf der Spieloberfläche ist, neben dem Tacho, die Anzeige der aktuell gültigen Verkehrsschilder. Ansonsten gibt es noch die Reststrecke, Batterie- und Tankanzeige und die Gesamtzeit, die man aktuell schon hier rumgurkt. Das eigentliche Hauptziel des Spiels ist es nämlich, eine möglichst gute Bestzeit aufzustellen. Die wird dann auch immer gleich zu Beginn unten rechts im Titelbildschirm präsentiert. Insgesamt gibt es übrigens drei verschieden lange Strecken, die aber alle ungefähr dieselben Hindernisse, Gefahren bzw. Situationen haben. Da gibt es Zebrastreifen, verkehrsberuhigte Zonen, Fahrradfahrer, Bushaltestellen, Ampeln, Sackgassen, Baustellen, Stoppschilder, kreuzende LKWs, Bodenwellen, Überholverbot. Wenn wir Mist bauen oder unser Tank bzw. die Batterie leer geht, bekommen wir 10 Strafsekunden oben drauf gerechnet. In einigen Fällen haben wir aber die Möglichkeit, die Strafzeit durch ein Minispiel abzuwenden. Da wäre zum einen die Tankstelle. Geht unser Kraftstoff zur Neige, müssen wir innerhalb von 3 Minuten durch ein Labyrinth zum nächsten Zapfhahn finden, ansonsten wird der Fiebertraum nach spätestens 5 Minuten automatisch beendet. Der Weg ist immer dasselbe und der Knopfdruck lässt sich außerdem eine Übersichtskarte einblenden. Ist das geschafft, gibt es nicht nur Kraftstoff, sondern auch einen Daumen nach oben, so wie ihr jetzt Mito einen Daumen nach oben geben könnt. In Spiel Nummer 2 wird unsere Reaktionsfähigkeit getestet, da wir anscheinend nicht in der Lage waren, rechtzeitig an einer roten Ampel zu halten. Das Prinzip klingt dabei simpel, Ampel leuchtet rot, wir drücken den großen breiten Knopf auf der Tastatur unterhalb von C, V, B, N und M, im Volksmund auch Leertaste genannt. Bedingung um zu bestehen, die 5 Versuche, die wir haben, müssen eine durchschnittliche Reaktionszeit von 0,33 Sekunden aufweisen, was übrigens 1,04642 × 10⁻¹⁰ entspricht, was wiederum 330 Millionen Nanosekunden entspricht, also eine ziemlich kurze Zeit. Meine Bestzeit bei dem Minispiel lag übrigens bei 0,34 Sekunden. Schade. Spielchen Nummer 3 müssen wir absolvieren, wenn wir in einer verkehrsberuhigten Zone schneller als Schrittgeschwindigkeit fahren. Durch unser rücksichtsloses Gebrettere durch die Ortschaft ist nämlich das ganze Verkehrsschild anscheinend auseinandergefallen und unsere Aufgabe ist es nun, das Ding wieder zusammenzupuzzeln. In 5 Minuten. Das Ganze zählt mit zu den einfacheren Tätigkeiten, obwohl es auch schon mal schnell hektisch werden kann, wenn man sich doch mal verpuzzelt hat. Nummer 4 und 5 sind sich sehr ähnlich. Sollten wir uns, aus welchem Grund auch immer, am Anfang dafür entschieden haben, einen Spoiler an unser Auto zu pappen und dann damit schneller als Schrittgeschwindigkeit über eine Bodenwelle gejuckelt sein, müssen wir selbigen wieder aufsammeln. Dazu einfach die Pfeiltasten links und rechts abwechselnd und schnell drücken, der Rest passiert durch Sauberhand. Und bei dem anderen müssen wir einfach nur alle Kisten an den Straßenrand schieben, die der LKW dummerweise durch unsere Unachtsamkeit verloren hat oder vielleicht auch durch mangelhafte Ladungssicherung seinerseits. Könnte man sich jetzt streiten. Das sechste und letzte Minispiel ist eine Art Tetris. Wir müssen unsere Batterie wieder auffüllen, indem wir innerhalb von 3 Minuten 300 Punkte sammeln. Jedes Mal, wenn eine Reihe voll ist, werden die Punkte zusammengerechnet und uns gutgeschrieben. Sollten wir einen Stein drehen müssen, wird für jedes Drehen ein Punktewert abgezogen.
Zur Belohnung gibt es dann nicht nur wieder eine volle Autobatterie, sondern auch die einzige Sprachausgabe des gesamten Spiels zu hören, für die wahrscheinlich extra auf Spielmusik verzichtet wurde, um auch ja jedes Stück raren Speicherplatzes unter Berechnungen sämtlichen Speicherplatzes so sinnvoll und effizient wie möglich nutzen zu können. Excellent. Ist das alles überstanden und haben wir den schnellsten der drei Wege auserkoren? Spoiler, es ist am Anfang links halten und die nächste Möglichkeit nach oben. Kommen wir irgendwann auf dem Parkplatz an, werden wenigstens einmal im Leben für unser Können gelobt und können uns gleich im Anschluss nochmal am Rekord probieren oder uns dann auch anderen Spielen zuwenden. Bevor ihr euch aber was anderem zuwendet, könnt ihr gerne noch einen lieben Kommentar da lassen und ein Abo sowieso, wenn ihr das nicht sowieso schon getan habt. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.